Hey Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wir sind heute hier beim ADAC Masters, hab noch einen Teamkollegen aus Spanien dabei. Paul Ulrich ist noch mit dabei. Felix, kannst du ganz kurz aufs Bild gehen? Ich muss mal einen Trainer vorstellen. Das ist Herr Christopher Wies. Wir trainieren erst seit Anfang des Jahres einmal in Schweden trainiert. Ein halbes Jahr später stehen wir hier auf dem Masters. Wo muss es funktionieren? Neue Nummer habe ich auch noch, weil die 51 nicht frei war. Auch auf dem Trikot noch schnell. Ja, die auch. Sieht ganz geil aus. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird, ob wir da die Nummer einfach behalten. Es ist ziemlich cool hier. Es ist halt super geil mit den Zelten, mit den professionellen Sachen so. Dafür ist es aber auch einfach für mich nur ein Spaß-Event heute. Ich probiere natürlich, mich zu qualifizieren. Es sind jetzt 58 Fahrer im ersten Training gewesen. 17 kommen im Training immer nur weiter und dann ist noch ein Last Chance. Wir gehen jetzt erstmal ins Quali. Ich darf ja keine GoPro tragen, weil es eine ADAC-DMSB-Veranstaltung ist. Wird aber von außen gefilmt, deswegen viel Spaß euch. Also, direkte Quali hat nicht geklappt leider. Ich bin jetzt 27. geworden. Von daher, vorher war ich ja eigentlich auch schon so dabei, dass ich realistisch sein wollte und wusste, dass es sehr schwierig wird, mich hier zu qualifizieren. Ich bin jetzt in meiner Gruppe 27. Die andere Gruppe hatte nur 25 Fahrer, bei uns waren es 30. Das heißt aber, jetzt geht es nochmal in Last Chance. Da werde ich nochmal alles geben. Und ansonsten sehen wir uns halt morgen dann bei Mühlhausen, beim MSR. Aber trotzdem wird jetzt in Last Chance nochmal alles gegeben. Die Strecke war jetzt im Zeitring am Anfang ziemlich glitschig, die haben jetzt halt nochmal vorher gewässert. Am Ende hin, oder zum Ende hin wurde es besser. Ich hatte auch in der letzten Runde meine schnelle Runde oder meine schnellste vom Training. Ja, wie gesagt, es wird nochmal angegriffen, Last Chance, und dann schauen wir weiter. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Also der Hof zum einen
So, also Last Chance ist vorbei. Mein Start war nicht so der Brüller. Es war auch nach der Startkurve, haben sich zwei von mir abgelegt, wo wir ein bisschen im Weg waren. War aber auch so nicht der Brüller. Ich habe mir links von der Mitte beim Startgatter eigentlich meine Spur gemacht. Als ich da war, war aber schon jemand reingefahren, also musste ich mich weiter hinten anreihen. War relativ weit rechts gestartet. War nicht die Optimalposition, aber mein Start war auch einfach nicht optimal. Ja. Konnte mich trotzdem im Last Chance dann quasi, ich weiß nicht, von Platz 18, 19 oder so auf Platz 13 vorfahren. Was auch ganz geil war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber halt nicht für die Qualifikation gereicht. Macht aber nichts, heute ist nämlich ein neuer Tag. Wir sind gestern Abend noch nach Mühlhausen gefahren, sind heute hier. Heute wieder mit der 51 beim MSR. Zeittraining ist jetzt schon rum. Ich bin Platz 13. geworden und wie das aussieht, das könnt ihr jetzt erstmal in meiner einen schnellen Runde sehen. Hat für Platz 13 gereicht. Die Strecke war halt vorhin noch sehr, ja, schon weich. Kein Grevenbroich, sandweich, aber weich im Verhältnis zu den anderen MSR-Strecken. Es hat jetzt aber die ganze Zeit die Sonne geschienen. Ich weiß nicht genau, wie sie das hinbekommen beim Wässern hier. Deswegen, es geht jetzt erstmal los mit dem ersten Moto. Wünscht mir viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns dann.
Okay, erster Lauf ist rum, war richtig gut, also fahren war richtig geil. Start war dafür wieder kacke, war glaube ich 12. oder so laut MyLab. Ja, wie gesagt, Start war nicht so gut, fahren war dafür umso besser. War jetzt am Ende 6., also bin Runde für Runde quasi ein bisschen vorgefahren. Hab schnelle Überholmanöver gehabt, also das, da bin ich echt stolz auf mich, weil normalerweise halte ich mich beim Überholen echt immer sehr lange auf. Die letzten zwei Runden waren mit vielen Fehlern geschmückt, war richtig am Arsch. Aber nee, Rennen war richtig gut, ich bin sehr zufrieden und jetzt starten wir noch einen zweiten Lauf. I got the G-Pen in the booth with me. Man, bro? Most of the time when these people be talking, they don't even hear. Thank you.
Arbeit, dass wir den Runde machen können. Ja, mach mehrere. Start war wieder so miserabel wie der erste. Macht aber eigentlich nichts, weil ja, hab ich ja im ersten Lauf auch noch vorfahren können. War ich jetzt auch dabei, war jetzt 16. oder so und hab dann gemerkt, dass meine Starthilfe sich eingehakt hat. Habe ich leider, weiß ich nicht, 200-300 Meter nach der Hilfebox erst gemerkt, so richtig, dass meine Gabel vorne nicht mehr arbeitet und dann halt die Starthilfe drin war. Hab dann erst auf der Strecke selber versucht rauszumachen, hat aber natürlich nicht funktioniert. Bin dann eine Runde quasi gefahren in die Helferbox. Mein Papa hat dann quasi diesen Splint rausgemacht und dann bin ich erst weitergefahren. Bis zu dem Zeitpunkt war ich quasi, also waren die ersten gerade, wo ich aus der Helferbox rausgefahren bin, sind die vorbeigefahren, also habe ich die noch vorbeigelaufen lassen. Konnte mich tatsächlich für so ein paar Runden an Nico Müller halten. Hab auch versucht weiter aufzuholen, weil ich ja wusste, wir haben im ersten Lauf auch ein paar Leute überrundet. Also wieder aufzuschließen, hat auf zwei Personen dann auch geklappt, allerdings halt nicht mehr. Ja, mit dem ersten Lauf bin ich richtig krank zufrieden, also der war richtig gut. Der zweite Lauf war jetzt halt auch ein bisschen Pech dabei. Passiert eben, wir haben ja in zwei Wochen dann quasi das nächste Rennen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns in 2-3 Wochen wieder, wenn wir dann in Kaltenholzhausen waren. Ich habe jetzt erstmal Urlaub, klar, und ich mache jetzt 2 Wochen schön ein bisschen entspannt und dann geht's weiter. Macht's gut, Leute. Peace.